In NutriSafe geht es um den Einsatz der Blockchain-Technologie in Lebensmittelwarenketten, das heißt in Lebensmittel-Supply-Chains. Auf der einen Seite wurde die IT-technische Seite umgesetzt, das heißt die Blockchain-Technologie wirklich IT-technisch bereitgestellt. Und auf der anderen Seite geht es eben auch in dem Projekt um den Nutzen, das heißt, wie können Blockchains im Lebensmittelbereich genutzt werden, insbesondere in den Bereichen Sicherheit und Lebensmittelnachhaltigkeit auch. Bei der Blockchain-Technologie geht es um die dezentrale Speicherung von Daten und insbesondere eben auch dadurch, dass jeder Akteur in dem Netzwerk diese Daten speichert, um eine sichere dezentrale Speicherung, das heißt, jeder verifiziert sie ja. Und für den Lebensmittelbereich ist das deswegen interessant, weil man so zusammenarbeiten kann in der Kette und sich dadurch gegenseitig vertrauen kann, wenn man die Daten entsprechend austauscht. In dem Projekt haben wir uns drei Bereiche angeschaut. Zunächst einmal Lebensmittelsicherheit. Einmal Lebensmittelsicherheit im Sinne von Rückverfolgung von Lebensmitteln, die verunreinigt sind, also zum Rückrufe. Dann den Bereich der Lebensmittelsicherheit im Sinne von Versorgungssicherheit. Das heißt, wie sicher ist die Versorgung der Bevölkerung? Da helfen Daten, um eine bessere Transparenz darüber zu haben. Und schließlich dann aber auch der Bereich der Lebensmittelnachhaltigkeit, also bessere Informationen durch Transparenz für den Konsumenten. Das Symposium kann für verschiedene Leute interessant sein. Zunächst einmal Leute aus dem technischen Bereich, die eventuell selber eine Blockchain umsetzen wollen im Lebensmittelbereich. Die Technologie ist offen und nutzbar. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Nutzer, das heißt Leute aus Behörden oder auch aus Unternehmen oder auch Bürger, die im Bereich Lebensmittelsicherheit oder auch Nachhaltigkeit interessiert sind. Bei meinem Vortrag wird es um die Zurückverfolgung von Lebensmitteln gehen, die Krankheiten auslösen. Das heißt, man kann sich zum Beispiel vorstellen, damals den EHEC-Fall vor einigen Jahren, wo man dann wissen wollte, wo es herkommt. Erstmal, welches Lebensmittel ist es denn? Und wo kommt es her? Und da schauen wir uns insbesondere die letzte Meile an, also die Verbindung zwischen den Lebensmittelmärkten und dem Endkonsumenten.